Sonne, liebe Sonne. Hallo, ich bin Minnie, die Blockflötenmaus. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir Sonne, liebe Sonne spielen. Wünschst du dir auch gutes Wetter und Sonnenschein? Für einen Ausflug oder eine Feier? Vielleicht lässt sich ja die Sonne durch Musik herbeilocken. Ich spiele es dir einmal vor. Einer schließt den Himmel auf, kommt die liebe Sonne raus. In dem Lied kommen drei verschiedene Töne vor. Das C, das D und das A. Dein linker Mittelfinger bleibt also die ganze Zeit auf seinem Loch liegen. Nur der Daumen und der Zeigefinger dürfen sich bewegen. Halt die Flöte mit der rechten Hand gut am Fuß fest, damit sie nicht wackelt. Sie kann ja nicht mehr auf dem linken Daumen aufliegen, denn der bewegt sich ja jetzt beim Spielen. Jetzt spielen wir den Anfang des Liedes zusammen. Die Noten lassen wir erst einmal weg. Ich zeige dir dafür als Dirigent, welche Töne du spielen sollst. Dieses hier ist ein C. Wenn die Hand noch weiter oben ist, ist ein D gemeint. Und wenn die Hand hier unten ist, spielst du ein A. Ich atme ein und dann siehst du das erste Handzeichen. Der erste Ton wird übrigens ein C sein, also der Griff mit Daumen und Mittelfinger. Mach dich schon mal spielbereit, denn es geht jetzt los. Und gleich noch einmal. Jetzt zeige ich dir von der Stelle, die wir gerade gespielt haben, die Noten. Du siehst, dass am Ende der Reihe ein Wiederholungszeichen steht. Das bedeutet, wir spielen das Stückchen zweimal direkt hintereinander. Und genau das machen wir jetzt. Zur Sicherheit noch einmal. Und jetzt nehmen wir die Klavierbegleitung dazu und spielen es noch einmal etwas schneller. Wenn es gerade gut geklappt hat, kannst du schon fast das ganze Lied spielen. Denn alles, was jetzt noch kommt, ist ganz stark damit verwandt, was wir gerade gespielt haben. Falls du dich also noch etwas unsicher fühlst, kannst du ruhig noch einmal Pause machen und das Stückchen von gerade eben noch mal alleine spielen. Jetzt machen wir nämlich das ganze Lied. Wie gesagt, es ist fast das gleiche wie das, was wir schon gespielt haben. Der einzige Unterschied ist, dass am Ende der zweiten Reihe ein Ton dazukommt. Also nicht ein langes A gespielt wird, sondern zwei kurze As.
Die dritte Reihe ist wieder genau die gleiche wie die erste. Wir spielen jetzt also die erste Reihe mit Wiederholung, dann die zweite Reihe und direkt danach die dritte Reihe. Und nach der dritten Reihe kommt noch ein Stückchen Text. Der steht nämlich unter den Noten. Wenn wir also den letzten Ton mit der Blockflöte gespielt haben, nehmen wir die Flöte vom Mund weg und sprechen. Einer schließt den Himmel auf, kommt die liebe Sonne raus. Und erst dann ist unser ganzes Stück zu Ende. Der Text gehört also mit dazu. Bist du bereit? Es geht los! Einer schließt den Himmel auf, kommt die liebe Sonne raus. Als ich es am Anfang allein gespielt habe, habe ich es etwas schneller gespielt. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Schließt den Himmel auf, kommt die liebe Sonne raus. Spiel es ruhig noch ein paar Mal allein, damit es ganz sicher klappt. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass die Sonne an deinem Wunschtag auch scheint.